Ja, geil. Baba. Das war ein God-Move. Geil, Rex, bist der Beste. Ich frage mich schon, was ist los? Was ist passiert? Nach dem Kampf mit Rex Goodwin kriechen die Auserwählten feuerroten Drachen und zerstörten den König der Unterwelt. Yusei erwacht an einem seltsamen Ort. Wo bin ich? Goodwin, bist du es wirklich? Nicht nur ich. Hallo Bruder, ich bin so glücklich, dich wiederzusehen. Es fühlt sich an, als ob es schon eine Ewigkeit her ist. Tatsächlich. Wo sind wir? Zwischen dem Licht und der Dunkelheit, Yusei. Ein Ort des Friedens. Es ist alles dank dir. Die Bindungen, die wir formen, sind wirklich alles, was im Leben wichtig ist. Mach's gut, Yusei. Nun, wenn du uns entschuldigst, mein Bruder und ich haben einigen Nachholbedarf. Lass mich verarschen. Macht das irgendeinen Sinn? Macht das irgendeinen Sinn? Französisch Twist. Uff. 6 Monate nachdem die Finstern Auserwählten besiegt wurden, wurde die Brücke zwischen New Dominus City und Satellite fertiggestellt. Auch das ist ein extrem guter Storypunkt, wurde halt nun nie erwähnt. Das Unterteilen zwischen der City und Satellite war nicht mehr, was noch wichtiger war, so war auch die Spannung zwischen den Menschen in den beiden Bezirken fort. Auch wenn alles friedlich schien, würde es nicht lange dauern, bis sich ein neues Böses erhob, natürlich. Nachdem ein Meteor in der Form einer Karte auf den Boden schlug, in der Nähe von New Dominus City erschienen 3 Fremde vor ihm. Wie kann ein Meteor als Karte einschlagen? Ausgezeichnet, es ist in einem Stück angekommen, Primo. Ja, und schon einen Eindruck hinterlassen, würde ich sagen. Was hast du erwartet? Es ist meine Karte. Das ist es. Also ich denke, du gehst zuerst. Was zum Fick. Jo, der ist breit gebaut auf jeden Fall. Und einfach über den halben Bildschirm ein. Lass uns nicht vorweggreifen. Denk daran, es gibt einen Plan, den wir folgen müssen. Natürlich erinnere ich mich. Ich habe ihn gemacht. Und er ist perfekt. Hey, wer seid ihr drei? Was macht ihr? Ich befehle euch, diese Räumlichkeiten nun zu räumen. Cool, dass Lazar noch da ist, aber der Goodwin nicht mehr. Und ich befehle deine Zunge zu hüten, du Wurm. Was glaubst du, mit wem du redest? Ja, aber, ist es wirklich, wie du die Dinge mit deinem neuen Direktoren starten willst? Neue Direktoren? Ja, die 3 von uns werden sich den Job teilen, als deine neuen Bosse. Oh mein Gott, es tut mir leid, niemand hat es mir gesagt. Sehen die wirklich aus, als ob die irgendwie menschlich wären, du Typ? Ich bitte um Vergebung. Inzwischen erteilte Ted zu Trudge einen Besuch zu Yusei, Jake und Crow. Das ist schlecht. Sagt mir nicht, ich arbeite noch immer an diesen neuen Dual-Motor-Prototypen. Hey, aber der Trudge ist mittlerweile wohl ziemlich friedlich geworden. Aber sicher doch. Wenn wir jemals die Sache zu funktionieren bringen, wird es wirklich unser Spiel auf die nächste Ebene bringen. Und das ist, was es braucht, um den Grand Prix zu gewinnen. Der härteste, schwierigste Duell-Wettbewerb, der überhaupt nach New Dominus City kam. Da es 3 Duellanten ein Team gibt, ist die Schaffung eines neuen Motoren bauen, das alle nutzen können, der beste Weg. Es ist so schlecht, die Übersetzung. Mann, es tut weh, ich will nicht mehr. Ja, Duellanter verbessern, geht klar. Okay. Was habt ihr noch zu beweisen? Ich habe bereits die Welt gerettet. Wenn ihr mich fragt, ist alles in Ordnung, wenn ihr euch auf euren Lorbeeren ein bisschen ausruht. Auf keinen Fall, ein echter Duellant schläft nie. Er ist immer am Trainieren und besser werden. Das ist richtig, Crow. Aber den Grand Prix zu gewinnen ist nicht das, wofür ich trainiere. Wir haben vielleicht die Welt gerettet, aber es war zu knapp. Wir haben fast alles, was uns wichtig ist, verloren. Wenige Tage nach dem Gespräch mit Trudge wurde Yusei zu einem Turbo-Duell herausgefordert. Von einem mysteriösen Duellanten. Komm heraus, Yusei Fudo. Komm heraus und duelliere mich. Sherry LeBlanc. Geil. Warum sollte ich dich duellieren? Du hast keine andere Wahl, Yusei Fudo. Ich habe an deinem Runner gebastelt. Solltest du stoppen, während wir im Duellmodus sind, wird es explodieren. Geil. Aber so duellierst du ihn auch nicht. Was ist das schwer für eine Logik? Baba. Oh Mann, ey. Erster gehen, zweiter gehen. Ich zweiter. So, aber wesentlich ein bisschen mehr Kartenvorteil. Ist zumindest, was ich mir erhoffe.
Okay, ist glaube ich ein solider Anfang, wenn ich das richtig sehe. Edle Ritter. Bin ich nicht ganz so vertraut mit. Okay. 1,9. Komme ich da irgendwie drüber? Ich müsste ihn erstmal unbedingt den Friedhof bekommen. Kriegen wir, glaube ich, hin, oder? Wenn ich wieder den Dingsens hab, hier ihn. Dann kann ich wieder ihn specialen. Werf ihn ab. Kann ihn trotzdem widerrufen. Widerrufen, widerrufen. So. So, ja, Krümpelbogenschütze, beste Karte, kann man machen. Hallo? Ich wollte synchronisieren. Spiel, was tust du? So und so. Aktivieren dann die Synchro-Druckwelle auf das Monster, obwohl, nee, allgemein durch die Karte des Gegners. Aber es zählt nur für den Friedhof, also scheiß doch drauf. Ich mach das hier einfach kaputt und gut ist. Ist das zufällig Schnelleffekt? Nein. Okay. Okay, ich habe auch den Ruf der Gejagten, also es gibt eigentlich keinen Grund, das Vieh jetzt nicht zu zerstören. Ficken. Geil. Wo ist der Schirm, wenn man ihn braucht? Lass mich ein Six Sam Deck spielen, bitte. Es ist so wack. Hallo, es ist Damage Step. Du hast nur 1600. Dankeschön. Ah, ich hätte auch die Vorschrift aktivieren können. Whatever. Schildflügel. Ich rufe besser direkt jetzt nochmal den Synchronisier rausfällt, sonst ist es echt. Kann ich damit doch offene? Ja, okay. Verpiss dich. Was auch immer du warst. Fuck. Achso, nee, Moment, ist unwichtig. So und so und so. Der Effekt kam nicht, das ist sehr schön. Den kann ich auch setzen. Und das sieht gut aus. Damit kommen wir schon mal weiter. Fucking ernst, Mann. Schwarzes Loch, Spiegelkraft, alles am Start, Mann. Alles am Start. Ach, das ist es nicht wert, komm. 400. Okay. Der Stachelschraubenigel, der muss das jetzt erklären für mich. Es ist so fucking lächerlich. Geil. Der Stachelschraubenigel muss jetzt hier die Kills machen. Ich bin erstaunt, dass natürlich noch eine Spielkraft liegt, aber gut, dass sie ein schwarzes Loch gezogen hat. Nee. Okay, 1,9 würde ich lieber nicht fressen. Oder 1,6, aber trotzdem. Oh. Ach so funktioniert das. Ich dachte. Ah, okay, nice. Okay, was habe ich noch so? Boah, Synchron. Was? Okay, das ist ziemlich kacke eigentlich. Ich glaube, das kann ich machen. Ich glaube, wenn ich ihn rufe, kann ich noch mal eine Synchro bauen.
Ach, scheißegal, wenn ich will eigentlich. Was hat er noch für Synchros jetzt auf einmal? Katapultkrieger. Was macht er? Ich sehe ja nicht, was die machen. Oh, jetzt sehe ich's. Nee, ist sinnlos. Ist extrem sinnlos. Hier, komm, du. Du bist die beste Wahl. Einfach die Stufe 2 auf den Gegner schmeißen. Das ist dämlich einfach. Wer würde jemals für Synchro spielen? Ganz ehrlich. So, komm, räum auf, Alter. Aha, okay. No, jetzt wird ja aber alles Death gesetzt. Das ist aber schön. Oh, ein Tempo-Krieger. Der wird vielleicht seinen Sinn erfüllen. So. Was ist das für ein Effekt? Nein. Todesblume. Ich bin erstaunt, dass diese Todesblume gerade nicht meinen Monster zerstört hat. Natürlich hat dieses Monster da einfach mehr. Oh shit, ich hätte doch keinen Effekt aktivieren können. Ah, was soll's. Oh, der Leuchtsterndrache. Das wird, glaube ich, ganz geil. Ja. Und bitteschön, du greifst niemanden mehr an. Penner. Okay, langsam aber sicher. Kartenbrecher mit 100. Es ist so sinnlos. Es ist so sinnlos. Okay, wie muss sein. Wir arbeiten uns durch. Es könnte wirklich schlimmer laufen. Dadurch, dass sie jetzt nur zwei Karten hat, die ich auch nach und nach aus dem Leben schießen werde. Und noch ein schwarzes Loch. Nein. Kein schwarzes Loch. Oh, strahlst im Sternenlicht. Das ist cool. Das wäre gut gewesen gegen schwarzes Loch oder Spielkraft, aber hey, Game gibt nicht. Braucht Game nicht. Der Löwenzahnlöwe, scheiße. Es gibt einen Grund, warum man dem nicht spielen darf, verflucht. Hör auf. Dieses eine Duell zieht es auch schon viel zu lange. Edler Ritter Artorius, der einen Scheißtrick machen wird. Wildvogelscheuche. Dieses Vogelscheuche hat keinen Once-Per-Turn-Effekt. Ich kann ihn einfach spammen, wie ich will. Und noch Straßensternlicht, die behalte ich mir. So, langsam. Ich hätte auch den Kartenbrecher noch holen können. Einfach um noch mit 100 Anti-K irgendwas zu zerstören. Das wäre so lustig und so sinnlos. Oh, guck mal, schwarzes Loch. Könnte ich benutzen, um jetzt einen Sternstrachen zu beschwören. Wäre extrem sinnlos, aber lustig. Weil das schwarze Loch könnte die Straße im Sternlicht triggern, weil ich mir dann den Sternstrop Drachen beschwört, aber. Ja. Das kriegt gleich so harten Anfall in diesem Deck. Dass man einfach nicht genug Kartenvorteil bekommen kann, um da drüber zu rennen. Ja, mach halt. Los doch. Das in der Weile hat diese Sherry da wohl keinen einzigen Effekt, um was gegen Zaubern fallen zu machen. Das heißt, mit der Eisenschrottvogelscheuche ist doch schon so gut wie gewonnen. Oh, Schnappstahl. Oh, doch, die Johanna, die will ich haben. Ja, damit. Sie würde jetzt für jede Runde ein paar Lebenspunkte oben drauf bekommen, aber. Who gives a shit? Denn sie hat verloren. Und bye. War nicht schön mit dir. Wer bist du? Mein Name ist Sherry LeBlanc. Ich will testen, wie du mit Druck umgehst. Schön für dich. Wir haben die Welt gerettet. Wie gehst du mit Druck um? Du hast mit Bravour bestanden. Ich will dich in meinem Team. Du und ich, wir werden den World Grand Prix gemeinsam fahren und alles gewinnen.
Ach ja. Ich muss dich einfach in meinem Team haben. Ich hätte verloren, du bist schlecht, geh weg. Warum? Wenn du es wissen musst, Monsieur Fudo. Ich bin von meinem Hunger nach Rache angetrieben. Ich werde nicht stoppen, bis ich es endlich erreicht habe. Gegen wen? Gegen eine Organisation, die als Iliaster bekannt ist. Sie entführten meine Eltern, als ich noch ein kleines Mädchen war. Es ist mir gelungen, ihrem Griff zu entkommen, und ich habe mein ganzes Leben auf der Flucht verbracht. Iliaster. Ich habe den Namen von Goodwins Bruder Roman gehört. Von dem Wissen, was ich gesammelt habe, sind sie eine geheime Gesellschaft mit wilden Ideen über das Universum. Sie operieren aus dem Schatten und sie werden alles tun, um diejenigen loszuwerden, die sich in den Weg stellen. Dann stell dich doch nicht in den Weg, lass sie halt machen, mein Gott. Okay. Geil. Okay, wir haben jetzt notgedrungen einfach eine neue Bedrohung gebraucht. Sonst wollte die Story auch schon zu Ende sein. Und das wäre ja sehr doof. Aber wir sind doch schon bald durch. Oder eben auch nicht. Na gut, scheiß drauf. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Part. Wenn wir dann die Iliaster bekämpfen dürfen. Es ist blöd einfach. Und bis dahin.